Ich weiß nur, wir sollten uns so langsam ein bisschen beeilen. Ach, der Minentyp. Hä, ich habe ja noch gar nicht genug Stein. Ja, Stein habe ich noch gar nicht genug. Uff. Ja, gut. Jeder, der hier durch will, muss halt dann hier so diesen kleinen schmalen Pfad nehmen, aber. Ich glaube, damit kann ich jetzt erstmal leben. Unsere Stadt wird nun von einer Mauer geschützt. Gut. Haben wir schon mal was, was die andere Stadt nicht hat? Also jetzt nicht mehr. Lol. So. Nicht aufgeben. Dann versuchen wir mal unser Bestes. Mit der Leis als Vorhut. Da wird wahrscheinlich gleich drauf gehen. Aber hat einen Wolf getötet. Das muss man lassen. So, hier hätten wir sogar mal einen Steinbruch. Das ist doch auch nicht verkehrt. Dann hätten wir hier nochmal eine Jagdstelle und hier unten war es auch nochmal irgendwo. Kämpft weiter! Ja gut. Keinen Löwen getötet, ohne dass es Verluste gab. Das ist dann schon deprimierend irgendwo. So. Jetzt haben wir es. Und noch zwei Leute kann ich ebenfalls noch herbauen. Irgendwo mal hin. So. Hier könnten wir sogar noch irgendwo eine Farm hinbauen oder so. Nun sind wir bereit, mit Juahal in Kontakt zu treten und gegen die Belagerer vorzugehen. Ich glaube, ihr seid nun bestens vorbereitet, um uns zu helfen, diese Belagerung zu beenden. Ich werde vor meiner Burg auf euch warten. Crimson Sabbat greift unsere Stadt mit Trebuchets an. Schleicht hinter die feindlichen Linien und findet heraus, wo diese schwere Kriegsmaschinerie steht. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube nicht, dass ich es in einer Dreiviertelstunde hinkriege, dieses ganze Zeug. Wir haben auf jeden Fall eine Kriegsmaschinerie. Hier haben wir das zweite. Eieieiei. Ja moin, Wölfchen, macht weiter, kommt. Okay, gut. Lol. Ich werde angegriffen. Ja, ich weiß, ich werde gerade rumgereicht so ein bisschen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Lol.
Alter! No! Ei! Alles klar! Verstanden! Ja gut, die werden jetzt hier erstmal dann voll auseinandergenommen, man sieht's. Das hat man auch selten, so ein Krieg zwischen NPCs. Ja, aber Hauptsache, da sind noch welche drin in der Stadt. Alles klar, wie ihr so, da haben wir den Kastellan. Seid gegrüßt. Ich bin der Kastellan von Juaha. Wir sind in einer äußerst misslichen Lage. Wir brauchen so schnell wie möglich Stein, um unsere beschädigte Stadtmauer auszubessern. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob es klappt. Auf euren Wenn das klappt, dann haben wir kein Problem. Dann können wir nämlich beispielsweise auch... Werden angegriffen. Warum wird das hier als Banditenlager angezeigt? Aber wenn wir es nämlich schaffen sollten, dann können wir ohne Probleme mich auch das Zeug da schnappen. Lul, das waren die ganzen Einheiten, die hier waren. Die sind alle tot. Ja, lol. Also, ja gut, ne? Also, ich muss sagen, damit habe ich kein Problem so an sich. 200 Gold, wo ich jetzt immer noch kurz nebenbei schnabbel. Auf euren Befehl! Also damit habe ich definitiv kein Problem. Die muss ich jetzt definitiv noch mal kurz überall überprüfen, wo die ganzen Tribugés sind. Danke, dass ihr uns Stein geschickt habt. Nun können wir unsere Stadtmauer reparieren und der Belagerung etwas länger standhalten. Wegen der Belagerung können wir nicht mehr genügend Güter herstellen und unsere Siedler streiken. Wir müssen unbedingt die Anzahl der streikenden Siedler verringern. Bitte schickt uns die Waren, die wir benötigen. Wir haben genug Gold, um dafür zu bezahlen. Ich benachrichtige euch darüber, welche Güter wir brauchen. Um mit uns zu handeln, wählt ihr eines der Güter sowie dessen Menge in eurem Lagerhaus aus und schickt die Lieferung los. Ihr habt den Standort der Tribugés herausgefunden. Nun könnt ihr euren Angriff gegen sie vorbereiten. Um Crimson Sabbats Trebuchets zu zerstören. Wir müssen eine Belagerungswaffenschmiede bauen. Ich werde angegriffen! Alles klar, sei entweder von Einheiten oder ich werde abgeschossen. Ich werde angegriffen! Ah nee, das war vorher schon. Okay. Unsere Verbündeten werden angegriffen! Ja gut. Das werden wir glaube ich häufiger hören, unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich weiß auch nicht so 100% wie ich drauf komme, aber es könnte durchaus sein, dass es häufiger kommen wird. Ahem. Während der Nummer 1 steht. Wir haben gerade so wenig Holz, ne? Aber bedenkt, was wir theoretisch haben könnten an Holz. Also schon ein bisschen bitter. Wegen der Belagerung können wir nicht mehr genügend Güter herstellen und unsere Siedler streiken. Wir müssen unbedingt die Anzahl der streikenden Siedler verringern. Bitte schickt uns die Waren, die wir benötigen. Wir haben genug Gold, um dafür zu bezahlen.
Ich benachrichtige euch darüber, welche Güter wir brauchen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Um mit uns zu handeln, wählt ihr eines der Güter sowie dessen Menge in eurem Lagerhaus aus und schickt die Lieferung los. Okay, sehr schön. Das wurde zerstört, was sie einfach geschossen haben. Mhm. Dann kann man mal so viel Gold übrig. So viel Gold. So, ich baue jetzt einfach erstmal so ein bisschen was aus. Na gut, Nahrung, das ist ja gerade ein kleineres Problem. Einen Weg hingemacht. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ist halt schon heftig, ne? Wie die hier abgeschossen werden. Oh, Soldaten wird es erreicht. Gibt es irgendwas hier? Ja, natürlich, die Burg muss noch ausgebaut werden. Machen wir doch glatt. Ja, dann haben wir auch ein höheres Soldatenlimit. So, jetzt können wir 100 Einheiten haben. Ist doch auch nicht schlecht, ne? Da wird aber schon so verdammt viele Nagel. Wir brauchen Reinigungsgüter für unsere Siedler, damit sie gesund bleiben. Könnt ihr uns einige Besen oder etwas Seife verkaufen? Gut. Wir brauchen auf jeden Fall eine Belagerungswerkstatt. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Ein Karren wurde ausgesandt. Danke, dass ihr uns diese Güter verkauft habt. Bitte schickt uns so bald wie möglich mehr Nahrung, Kleidung und Reinigungsgüter. Unsere Verteidigung ist schwach. Bitte schickt Bogenschützen auf unseren Marktplatz, um uns zu helfen. Unsere Stadtwachen wurden dezimiert. Bitte schickt Schwertkämpfer auf unseren Marktplatz, um uns bei der Verteidigung zu helfen. Zwei Bataillone. Okay. Wie ihr wünscht. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Wir brauchen Reinigungsgüter für unsere Siedler, damit sie gesund bleiben. Könnt ihr uns einige Besen oder etwas Seife verkaufen? Unsere Verbündeten werden angegriffen! So, wir sind da jetzt keine großen Gegnermengen noch übrig. Weil die greifen mich ja gleich dann wieder an, automatisch. Ich meine, die hier sind ja definitiv kein Problem mehr, aber ich glaube, das war's dann auch. Ja, passt. Okay. Die Gegner hier haben sie ja wieder schon wieder zurückgezogen oder wurden getötet. Beides vermutlich. Ich frage mich jetzt nur, ob das dann nachher nicht mal meine Einheiten sind oder wie es dann ganz genau aussieht eigentlich. Unsere Schwertkämpfer sind angekommen. Sie werden uns helfen, unsere Stadt zu verteidigen. Also es sind dann quasi nicht mehr meine Einheiten, okay.
Verbündeten werden angegriffen. Eure Bogenschützen sind angekommen. Sie werden uns helfen, unsere Stadt zu verteidigen. Okay. So. Heißt, wir auf jeden Fall jetzt noch 2 Bataillone Bogenschützen. Und wenn wir die wieder haben, dann haben wir sogar eine ausgeglichene Armee. Oh. Schon will. Warum ist das jetzt ein Testfeuer, meine Güte? Wurde ausgesandt. Ja, unsere Verbündeten werden angegriffen. Und instant ist alles wieder gut. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Oh je, ihr Ärmsten. Okay, dann würde ich sagen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Das war genau das, was ich sagen wollte. Wie sieht es mit Met aus? Ist immer noch nicht so weit. Es ist ja wirklich nicht mehr viel Miet. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Aber ja, wir werden auf jeden Fall gleich einen Cut machen müssen. So, ob wir das letzte Miet haben. Och komm. Danke. Bei mir gibt es jetzt nämlich Essen und ich habe verdammt Hunger. Wir brauchen Reinigungsgüter für unsere Siedler, damit sie gesund bleiben. Könnt ihr uns einige Besen oder etwas Seife verkaufen? Gut. Dieser neue Titel wird mir von Nutzen sein. Unsere Verbündeten. Gut, an der Stelle würde ich auf jeden Fall mal den Part beenden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier versuchen, in Juahao die Belagerung zu beenden. Bis dahin aber vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs, ja, habe ich schon gesagt. In dem Fall bis zum nächsten Part, oder auch nicht. Bye!